Testspiel Nummer 2 für Union Berlin. Nach dem 2:0-Erfolg über Hansa Rostock unter der Woche wartet nun zum Abschluss der ersten Trainingswoche der FC St. Gallen aus der Schweiz. 5.072 Zuschauer haben den Weg gefunden in das Stadion an der Alten Försterei und die sehen, dass Union Berlin super reinkommt in dieses Spiel, in die erste Halbzeit, 15. Minute, Eckball Trimmel und dann nach der Verlängerung von Michel ist es am zweiten Pfosten Behrens, der zusammen mit Knoche die erste Chance für die Eisernen hat. Weiter geht's von links nach rechts. Immer wieder Räume auf der linken Seite für Puchatz. Der treibt das Ganze gut an. Puchatz mit der Hereingabe und dann Michel quergelegt. Wieder Behrens artistisch und dann auf der Linie geklärt. Erste richtig gute Gelegenheit für die Mannschaft von Urs Fischer in der 22. Spielminute. Behrens, der es super artistisch versucht. 28. Minute. Wieder hat Puchatz die Füße im Spiel. Diesmal auf der rechten Seite, kann sich durchsetzen gegen zwei. Puchatz abgelegt und dann Seguin und Behrens im Weg. Schießt seinen eigenen Mitspieler ab und verhindert damit die Führung. Was kommt von St. Gallen? 32. Minute. Eine erste Gelegenheit. Witzig. Über das Tor. Und zwar deutlich. Kurz darauf wieder Platz über links. Diesmal ist es Genki Haraguchi, der das Leder antreibt. Haraguchi mit Übersicht auf den zweiten Pfosten. Trimmel mit noch mehr Übersicht und Seguin mit der verdienten Führung. Super Angriff über die linke Seite. Haraguchi auf den zweiten Pfosten. Trimmel überlegt, absolut nicht eigensinnig. Und Seguin hat dann einfaches Spiel. 5 Minuten später wieder die Hausherren. Puchatz mit Michel. Flanke kommt, dann wird der verlängert von Malica und am zweiten Pfosten Trimmel. 2:0. Union schafft es immer wieder, die Schwachstellen auf den Außenverteidigerpositionen auszunutzen. Dann von Malica unglücklich verlängert zu Trimmel und der direkt mit seinem schwachen Linken zum zweiten. Unmittelbar vor der Pause. Dann aber dieser Fehler von Late. Von St. Gallen sonst offensiv fast gar nichts zu sehen, aber kurz vor der Pause dann der Anschlusstreffer. Eigentor, Robin Knoche. Und dieses Tor, es kam, so ehrlich müssen wir sein, aus dem absoluten Nichts. Ein 2:0 zur Pause wäre gerechtfertigt gewesen. So aber nur die Führung mit einem Treffer nach 45 Minuten. Trotzdem ein super Auftritt der Mannschaft von Urs Fischer. St. Gallen tauschte zur Pause komplett durch, brachte 11 neue und war zu Beginn der zweiten Halbzeit das bessere Team. 62. Minute. Erste Möglichkeit für die Gäste in Durchgang 2. Aber auch Union tauschte dann durch und brachte frische Kräfte und das zeigte sich dann auch auf der Platte. 66. Minute, Pantovic, dann kommt der eingewechselte Geraldo Becker mit, der nochmal quer und dann Tim Skarke, 3:1. Schöner Spielzug, zu diesem Zeitpunkt einzig Paul Jäckel und Lennart Grill noch verblieben. Aus den ersten 45 Minuten und die neuen Kräfte, sie regeln das dann ganz gut. 74. Nächstes Beispiel, Torsby mit Skarke und dann Bela Dumrat, der Schlussmann der Espen, der hier das 4:1 verhindert. Aber die anschließende Ecke, auch die wird gefährlich, zumindest im zweiten Anlauf. Pantovic, Schuss abgeblockt und dann Gieselmann. Nimmt Anlauf, hat Platz und haut den rein. 4:1. Super Treffer. Klasse Abschluss von Nico Gieselmann. Der natürlich viel zu viel Platz hat, den aber auch satt trifft und super im langen Eck versenkt.
Wer dachte, danach ist Schluss, der irrt sich. Wir sind in der 81. Minute. Skarke super mit Pantovic. Klasse gespielt, der Pass im richtigen Moment. Pantovic, Pfosten. Der machte ein gutes Spiel nach seiner Einwechslung, scheitert hier am Aluminium. Es ist der Schlusspunkt dieser Partie. Union zeigt ein gutes Spiel, gewinnt auch das zweite Testspiel in dieser Wintervorbereitung mit 4:1 gegen den FC St. Gallen. Weiter geht's dann am Mittwoch um 13 Uhr gegen den FC St. Pauli. So, Böni, zweites Testspiel ist durch gegen St. Gallen. Wie sieht das allgemeine Fazit von dir aus? Insgesamt zufriedenstellend, haben Tore geschossen. Das war im Vergleich jetzt gegen Hansa Rostock, wo wir uns ein paar Chancen erspielen konnten und die nicht nutzen konnten, war das heute schon ein Schritt nach vorne. Man hat schon gemerkt, dass die Beine ein bisschen müde waren. Insgesamt, glaube ich, war es eine ordentliche Leistung. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie wichtig solche Testspiele sind in einer Vorbereitung? Sehr wichtig. Wir haben jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Es geht ja auch schon bald wieder weiter mit der Liga und von daher zählt jede Minute. Wir haben einen sehr großen Kader. Das bedeutet, dass auch einige Spieler zum Einsatz kommen, die sonst nicht so viele Minuten bekommen. Von daher sind das wertvolle Dinge, die wir für die nächsten Spiele auch mitnehmen können. Die Vorbereitung läuft jetzt doch schon fast 2 Wochen. Gibt es vielleicht schon ein Fazit dazu? Nein, dafür ist es noch zu früh. Körperlich sind die Jungs ganz gut in Schuss. Wir haben jetzt schon sehr intensive Einheiten gehabt. Wir haben dann jetzt auch nochmal so einen kurzen Weihnachtsbreak. Und dann geht es ja am 2. Januar ins Trainingslager nach Spanien und dann gehen wir schon sicherlich ins Detail. Und beginnt die heiße Phase. Danke dir. Gerne. Nico, Testspiel gegen St. Gallen gewonnen, ein Tor geschossen. Wie zufrieden bist du? Ja, ich glaube, wir können zufrieden sein, vor allem mit dem Ergebnis. Dass natürlich noch nicht alles optimal gelaufen ist, glaube ich, wissen wir auch. Aber dafür sind die Testspiele auch da. Und ja, daran können wir mal arbeiten. Ich glaube, man hat aber auch gute Sachen gesehen. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir, glaube ich, auch gut umgesetzt. Von daher glaube ich, dass wir im Gesamten auch zufrieden sein können. Ihr hattet jetzt ein Testspiel gegen Rostock, jetzt gegen St. Gallen. Es steht noch eins vor der Tür. Nimm uns mal mit, wie wichtig sind solche Testspiele? Ja, ich glaube, sehr wichtig. Ist gerade schon mal angesprochen, wir haben in der Hinrunde wenig Zeit gehabt zu trainieren. Von daher haben wir jetzt ein bisschen intensiveres Training, können Automatismen einstudieren, können vielleicht Sachen einstudieren, die wir in der Hinrunde noch nicht so machen konnten. Von daher sind die Testspiele dafür da, dann das auch umzusetzen. Und von daher sehr, sehr wichtig, dass wir ja noch ein drittes Testspiel gegen St. Pauli haben. Vielleicht mal ein bisschen weg von dem Spiel heute jetzt. Die Vorbereitung läuft schon 2 Wochen. Kannst du dazu vielleicht schon ein Fazit ziehen oder ist das noch zu früh? Ja, schon sehr früh, aber ich glaube, man merkt, dass es jetzt ein bisschen intensiver wird. Die erste Woche war noch ein bisschen zum Reinkommen natürlich auch schon anstrengend, aber da waren wir noch nicht so intensiv in den Zweikämpfen, mussten ein bisschen vorsichtig sein, weil wir da vor 3 Wochen nach Urlaub hatten. Und gerade nach der anstrengenden Hinrunde war es auch klar, dass wir da ein bisschen runterfahren. Aber jetzt merkt man schon, die Zeit wird intensiver. Jetzt haben wir noch eine halbe Woche, dann haben wir noch ein paar Tage frei und ich glaube dann kommt noch ein bisschen was mit dem Trainingslager und hoffentlich geht es dann auch schnell wieder los. Super, danke dir, hol dich gut. Danke. Testspiel gegen St. Gallen, ein Tor geschossen. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? Ich denke, wir haben alles reingehauen, was wir konnten. Die Woche war sehr intensiv. Klar, war noch nicht alles perfekt. Aber ich denke, wir haben versucht. Und ich denke, war eigentlich ganz positiv. Klar gibt es immer ein paar Sachen, die man immer noch besser machen kann. Aber wir haben alles reingehauen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und an den negativen Sachen versuchen wir weiter zu arbeiten. Ihr seid jetzt auch schon fast wieder 2 Wochen im Training. Kannst du schon sagen, in welchem Zustand sich die Mannschaft befindet? Seid ihr auf Kurs? Ja, macht einen ganz guten Eindruck. Also die Jungs ziehen alle gut mit. Training ist natürlich sehr anstrengend, was in der Vorbereitung ganz normal ist. Bisher alles super. Nächste Woche steht schon das Spiel gegen St. Pauli an. Habt ihr euch bereits da irgendwas vorgenommen oder was erwartest du auch für ein Spiel da? Ja, das wird wieder ein Testspiel, wo wir wieder gewinnen wollen. Also dann geht ja immer ins Spiel, um das Spiel zu gewinnen und das werden wir wieder tun. Und von daher gehen wir es genauso an wie heute. Ruh dich gut aus und Dankeschön. Gerne.